Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Jerry, das Rennauto. Bist du bereit für dein großes Rennen? Wow, hast du eine Geschwindigkeit drauf. Dieses Rennen gewinnst du mit Sicherheit, Jerry. Schnapp sie dir, Jerry. Oh-oh, was ist los, Jerry? Alles in Ordnung? Das große Rennen ist in ein paar Stunden. Keine Sorge, wir kriegen dich wieder hin. Warte einfach hier. Ich hole Tom den Abschleppwagen. Er kann dir helfen. Hey, Tom. Langer Tag, was? Hey, hör mal, Tom. Jerry, das Rennauto, hat Probleme. Und sein großes Rennen ist in ein paar Stunden. Er braucht deine Hilfe. Großartig, Tom. Du bist echt ein Held. Dann komm mal mit. Auf zu Jerry. Da vorne, Tom. Jerry wartet auf uns. Oh-oh, Vorsicht, Tom. Hey, Jerry, Tom ist da. Na, dann wollen wir mal. Alle Mann in die Werkstatt. Bist du bereit, Jerry? Bereit, Tom? Was machen wir als erstes, Tom? Also, bei der Geschwindigkeit, die du fahren musst, ist es kein Wunder, dass dein Reifenprofil runter ist, Jerry. Zeit für einen Reifenwechsel. Passen die hier, Tom? Nein? Oh, natürlich. Die sind viel zu klein für Jerry. Wie sieht es mit denen hier aus? Perfekt. Na dann mal runter mit den alten Reifen und rauf mit den neuen. Und das war's auch schon. Du siehst toll aus, Jerry. Gibt's noch was, Tom? Oh ja, die Sitzbank sieht wirklich alt aus. Da drüben, Tom. Passt die? Zeit für eine neue Sitzbank. Ist das nicht aufregend, Jerry? Jerry sieht so glücklich aus. Der Heckspoiler ist beschädigt. Können wir da nicht was machen, Tom? Ja, der wird ausgewechselt. Also, welche Farbe denkst du würde gut zu Jerry passen? Der rote mit den schwarzen Streifen? Hervorragende Wahl, Tom. Wow, Tom! Jerry sieht perfekt aus. Wie ein Gewinner. Was ist denn, Tom? Eine neue Wagennummer. Fantastisch! Die wird Jerry auf jeden Fall brauchen für sein Rennen. Ich drück dir die Daumen, Jerry. Viel Spaß!
Tschüss. Tschüss, Tom. Bis bald. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Jeremy. Was machst du gerade? Du versuchst, einen Ballon zu fangen? Der Ballon ist zu schnell, Jeremy. Oh nein, dein Freund verschwindet. Pass auf, Jeremy. Keine Panik. Wir holen Hilfe. Hey, Tom. Jeremy, das Taxi könnte deine Hilfe gebrauchen. Oh, hallo, klein Tom. Meinst du, du könntest Jeremy zur Werkstatt deines Vaters schleppen? Großartig. Ich denke, dein Vater könnte Hilfe gebrauchen. Hier lang, Tom. Tom naht zu deiner Rettung, Jeremy. Das ist richtig, klein Tom. Wir brauchen Jeremys Motorhaube. Ist schon okay, klein Tom. Wir finden schon eine Möglichkeit. Hey, Flavie, kannst du uns mal kurz helfen? Danke, Flavie. Kannst du Jeremys Motorhaube zu Toms Werkstatt bringen? Fantastisch. Danke für deine Hilfe, Flavie. Dann bringen wir Jeremy mal in die Werkstatt. Wir müssen Jeremy schnell in die Werkstatt bringen, Tom, bevor es anfängt zu regnen. Jeremy hat keine Motorhaube mehr. Und schon sind wir da. Zeit, an die Arbeit zu gehen, Tom. Vielen Dank für deine Hilfe, Flavie. Was meinst du, Tom? Ja, Jeremys Motorhaube muss wieder sicher montiert werden. Was kommt als erstes? Ach übrigens, Jeremy, Tom würde gerne wissen, wie es passiert ist. Du warst abgelenkt von einem in der Luft herumfliegenden Ballon? Oh nein, Jeremy. Wo könnte der Ballon jetzt sein? Du wirst mal nach ihm schauen, Tom? Fantastisch. Lass uns erst die Motorhaube anbringen und dann retten wir den Ballon. Gute Arbeit, Tom. Oh nein, die Motorhaube schließt nicht richtig. Wie sollen wir das reparieren, Tom? Das ist eine gute Idee. Ich denke, das war's. Was denkst du, Jeremy? Tschüss, Jeremy. Bis zum nächsten Mal. Bist du auf der Suche nach dem verlorenen Ballon, Tom?
Schau, Tom, da ist der Ballon. Du bist ein toller Papa, Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Guten Abend, Tom. Was für ein wunderschöner Weihnachtsbaum. Wow, sieht der toll aus. Es scheint, als wäre Tom nicht der Einzige, der alles für Weihnachten herausputzt. Hallo, Chuck. Was machst du da? Du dekorierst die Straßen von Car City für Weihnachten? Hab ich mir gedacht. Sieht so aus, als wärst du hier fertig. Auf geht's zur nächsten Straße, oder? Chuck, was ist los? Ich würde sagen, das ist eine Panne, Chuck. Das ist aber ein ganz schlechter Zeitpunkt. Du musst doch noch die ganze Stadt für morgen dekorieren. Tom! Hey, Tom! Chuck, das Hebebühnenfahrzeug hat eine Panne. Er braucht deine Hilfe. Schnell, Tom! Er muss vor morgen früh die gesamte Stadt dekoriert haben. Schau mal, Chuck! Tom ist hier und wird dich retten. Großartig. Jetzt schnell in die Werkstatt, Tom. Also, was als erstes, Tom? Der Motor sieht seltsam aus, oder nicht, Tom? Batterien. Das sind eine ganze Menge Batterien für ein Fahrzeug, oder nicht, Tom? Schau dir das an. Das ist kein Kraftstoffstutzen. Aber natürlich, Tom. Chuck ist ein Elektrofahrzeug. Er braucht keinen Treibstoff, um zu fahren, sondern Strom. So wie es aussieht, hat Tom nur eine Steckdose. Dann müssen wir wohl als erstes die Weihnachtsbaumbeleuchtung ausstecken. Jetzt aber rein mit dem Stecker, damit Chuck sich wieder aufladen kann. Es hat geklappt, Jungs. Haha, das ist fantastisch. Aber natürlich, Chuck, bloß keine Zeit verschwenden. Schnell zurück in die Stadt und die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen fertigstellen. Tom, wie sieht's aus? Würdest du Chuck dabei vielleicht auch helfen? Das ist wundervoll. Fröhliche Weihnachten euch allen. Ho, ho, ho! Tom, der Abschleppwagen.
Hallo, Peter. Ein toller Tag für eine Tour, nicht wahr? Ach, du liebe Güte, Peter, du qualmst. Erstmal keine Panik. Wir holen Hilfe. Oh, hallo, klein Tom. Meinst du, du kannst Peter zu der Werkstatt deines Vaters schleppen? Ich denke nicht, dass das klappen wird. Wie wär's, wenn wir deinem Vater Bescheid sagen und du kannst dann bei der Reparatur helfen? Tom? Peter, das Postauto braucht eine Reparatur. Kannst du ihn in deine Werkstatt schleppen? Perfekt, auf geht's. Komm schon, Tom. Er ist gleich da vorne. Hallo, Peter. Tom ist hier, um dir zu helfen. Er schleppt dich in seine Werkstatt und dann bist du in 0, nichts wieder auf der Straße. Also, wo liegt das Problem, Tom? Junge, Junge, das ist aber ein verdammt schmutziger Luftfilter. Igitt? Ist das ein Zylinderkopfdeckel? Ich denke, Peter braucht einen neuen. Was machen wir als erstes? Ah, ich verstehe. Der Luftfilter. Guter Gedanke. Toller Wurf. Was kommt als nächstes? Nein, das kann nicht stimmen. Da haben wir dich. Zeit, den Zylinderkopfdeckel auszutauschen. Ist schon okay. Das war ein guter Versuch, Klein Tom. Gut gemacht. Toll. War's das jetzt, Tom? Wow, du arbeitest aber schnell. Peter, alles repariert. Wie fühlst du dich? Das war aber super nett von dir, Klein Tom. Also musst du jetzt weiter deine Tour beenden, Peter? Mhm.
Fantastisch. Viel Spaß. Tschüss, Klein Tom. Tschüss, Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hey, Jerry. Warum bist du so in Eile? Oh, ich verstehe. Du genießt einfach eine schnelle Spritztour durch Car City. Aha. Naja, aber sei bitte trotzdem vorsichtig. Jerry, ich glaube, du fährst vielleicht ein bisschen zu schnell. Jerry? Jerry? Ach, du liebe Güte, Jerry. Alles in Ordnung? Das war ein ganz schön übler Unfall. Ich glaube, dein Reifen ist geplatzt. Das sieht mir aus wie eine Aufgabe für Tom, den Abschleppwagen. Aber wie sollen wir ihn herbekommen? Oh, hallo Katie. Wie gut, dass du hier vorbeikommst. Jerry ist von der Straße abgekommen und sein Reifen ist geplatzt. Meinst du, du kannst Tom den Abschleppwagen holen, damit er ihm hilft? Vielen Dank, Katie. Wir sind gleich zurück, Jerry. Hey, Tom. Hey, Klein-Tom. Jerry braucht wirklich eure Hilfe. Er ist von der Autobahn abgekommen und kommt jetzt nicht mehr auf die Räder. Es sieht so aus, als bräuchte er neue Reifen. Du meinst, du kannst ihm helfen, Tom? Oh, Klein-Tom. Bist du aufgeregt, weil wir ein Abenteuer mit Jerry erleben werden? Okay. Naja, dann machen wir uns mal auf den Weg, um Jerry zu helfen. Hey, Jerry. Keine Sorge. Tom ist hier, um dir zu helfen, dass du wieder auf die Räder kommst. Gute Idee, Klein Tom. Lass uns Jerry zurück in die Werkstatt bringen und ihm ein paar neue Räder anpassen. Aber erstmal müssen wir ihn aufrichten. Gute Frage, Katie. Wie sollen wir Jerry wieder auf die Autobahn bekommen? Das ist eine gute Idee, Tom. Wenn ihr alle mit euren Abschleppseilen kräftig an Jerry zieht, bekommt ihr ihn wieder auf die Füße. Ich meine, auf die Räder. Auf drei alle kräftig ziehen. Eins, zwei, drei. Puh, da habt ihr aber toll zusammengearbeitet, Leute. Gut gemacht. Na dann mal schnell zur Werkstatt, damit wir Jerry wieder flott kriegen. Ich glaube, du hast recht, Tom. Jerry braucht einen ganzen Satz neuer Reifen. Na dann an die Arbeit. Jerry, du bekommst spezielle reibungsarme Reifen, damit du das nächste Mal auf der Autobahn sicher fahren kannst. Oh, my God.
Was ist das, Klein-Tom? Du hast da etwas für Jerry? Das ist aber nett von dir, Klein-Tom. Das ist ein Sandwich für Jerry. Vielen Dank für deine Hilfe heute, Tom. Und für deine auch, Katie. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Marley, der Monster Truck. Wie geht's dir heute? Wow, bist du stark. Jetzt gibst du aber an. Oh nein, Marley. Ich glaube, du hast einen Platten. Oh oh, ich denke, du brauchst ein bisschen Hilfe, Marley. Tom, der Abschleppwagen, wird dich reparieren können. Warte hier, ich hole ihn. Hey, Tom. Hey, hör mal, Tom. Marley, der Monster Truck, hat Schwierigkeiten. Er braucht deine Hilfe. Kannst du kommen? Großartig, Tom. Komm schon. Wir suchen Marley. Schau mal, Tom. Da ist Marley. Er wartet auf uns. Hey, Marley, schau mal, wer hier ist. Jetzt bist du in guten Händen, Marley. Also, keine Sorge. Auf geht's. Ganz schön schwere Arbeit, oder, Tom? Auf geht's in die Werkstatt. Bist du bereit, Marley? Bereit, Tom? Alles klar. Also, womit fangen wir an? Oh, okay. Wir tauschen Marleys platten Reifen aus. Also, was haben wir denn hier? Dieser Reifen. Gar keine Frage. Und los geht's. Zeit, den platten Reifen auszutauschen. Hervorragende Arbeit, Tom. Vorsicht, Marley. Jetzt bist du bereit, wieder alles platt zu machen. Noch etwas, Tom? Hey, Marley, kannst du mal deine Tür öffnen? Tom würde gerne einen Blick auf dein Armaturenbrett werfen. Oh, schau mal, Tom. Marleys Tür ist verbeult. Was sollen wir jetzt machen? Warte, lass mich raten. Wir tauschen die Tür aus. Perfekt. Zeit, diese Tür zu reparieren. Probier die Tür doch nochmal, Marley. Großartig. Jetzt funktioniert sie richtig gut. Schau dir die Stoßstange an, Tom. Sie ist verbogen. Ja, lass sie uns austauschen. Also, was denkst du? Welche Farbe würde Marley stehen? Rot? Nein. Okay, wir nehmen die schwarze. Großartige Wahl, Tom. Wow, Tom. Gute Arbeit. Marley sieht toll aus mit seiner neuen Stoßstange. Gibt es noch etwas, Tom? Der Auspuff sieht alt aus. Den könnte man auch austauschen.
Wie riesig dein Auspuffrohr aussieht, Marley. Ich bin echt beeindruckt. Gibt es noch etwas, Tom? Wir könnten noch eine tolle Flamme auf seine Seite malen. Fantastisch, Tom. Marley sieht jetzt aus wie ein Superstar. Was denkst du, Marley? Jetzt kannst du los, Marley. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss, Tom. Wir sehen uns.